Mystery-Boxen mögt ihr tatsächlich ganz gerne. Wir haben schon einige bestellt und heute toben wir uns mal wieder bei Amazon aus, würde ich sagen. Ich habe nämlich von der Marke, will ich nicht nennen, ist mir gerade aufgefallen, aber ich habe von einer Marke Mystery-Boxen gefunden und zwar mit Getränken. Nicht mehr nur Essen, sondern auch Getränken. Die Kollegen haben 22 Bewertungen und nur 2,8 von 5 Sternen, was besser ist als die Hälfte, weil 2,5 ist die Hälfte von 5, obwohl ich immer persönlich finde, dass sich das anhört, als wäre es voll schlecht, oder? Tut's, ja. Ne? Das ist so wie der Kollege damals, der gesagt hat, boah, 99 Cent hört sich viel geiler an als 10 Euro. Dann habe ich immer gesagt, du wirst es nie weit bringen. Naja, Grüß gehen raus. Ich schau mal, was die Bewertungen sagen. Steve, Alter, sagt zum Beispiel. Kennst du? Nee. Steve, Alter. Den kenn ich nicht. Kein Haki? Haki? Ich bin schockiert. Kein, du bist kein Haki? Haki? Gemischtes Hack-Podcast? So, nee, sorry, bin das nicht. Bin kein Haki-Girl, ich oute mich. Ich bin mindestens genauso schockiert wie ihr. Falls ihr mich unterstützen wollt, um diese harte Zeit zu überbrücken, stummwaffe.de, euer Shop des Vertrauens für tollen Merch. Steve, Alter, schreibt, Fehlkauf-Produkte seit teilweise 2013 abgelaufen. Vorsicht! Rezension aus Deutschland vom 20. Oktober 2021, okay. Auf der Tüte steht irgendwas von Natural Eurox Kondomen und es sieht einfach nur asozial aus. Okay, Steve ist echt, Alter, wütend. Wollte die Giftbox meiner Nichte 12 schenken, lass ich lieber mal. Markus schreibt, 4-Bro-Eistee, really? Diese Fanta-Sorten, so wie 4-Bro-Eistee aus Getränke aus aller Welt zu titulieren, zeugt von Profitgier und falscher Werbung. Was für eine Werbung, Bro? Ist das ein Amazon-Angebot? 5 Sterne erst, wenn ihr mir ein Entschuldigungspaket mit Getränken aus dem Land zukommen, aus dem Ausland zukommen lasst. 3 Fanta-Sorten sowie der Eistee bekomme ich in jedem Edeka. Bekommt man so viele Fanta-Sorten im Edeka? Ich bin wirklich sehr unbewandert bei Softdrinks. Trinke ich gar nicht. Sieht zwar so aus, aber I don't. Nudeln machten diesen Körper. Melanie schreibt, nicht noch einmal. Oh mein Gott, gibt's irgendwas Gutes, ey? Als die Lieferung kam, musste ich feststellen, dass einige von den Dosen schon abgelaufen waren. Es sollte ein Geschenk werden. Rücksendung nicht möglich. Krass. UK, klassischer Name jetzt, schreibt jetzt diesmal 4 von 5 Sterne. Verifizierter Kauf auch. Schöne Auswahl. Als Füllung eines selbstgemachten Adventskalenders gedacht, ist es eine schöne Auswahl an verschiedenen Getränken. Zwar ist das Mindesthaltbarkeitsdatum bei manchen Dosen etwas knapp, aber passt schon. Das ist doch gekaufter Review. Amazon-Kunde schreibt, super. War ein Nikolaus-Geschenk für meinen Neffen. Klasse. Gucken wir nochmal. Nochmal top, wieder 5 von 5. Würde ich immer wieder bestellen, eine super Alternative zum alltäglichen Getränk. Digga, wenn du dir so eine Mystery-Box selber kaufst, um alltägliche Getränke auszutauschen. Wir leben in einer anderen Welt manchmal, ne? Mit Leuten, die sind unsere Nachbarn und Nachbarinnen. Ich sag's euch, wie es ist. Ich würde sagen, wir bestellen einfach mal. Es sollen drin sein, ich guck mal ganz kurz. Irgendwie steht hier nicht drin, was da drin ist. Aber ein Stück, 5,3 Kilo. Probiere die Fantas und Getränke aus aller Welt. Es ist immer ein tolles Geschmackserlebnis, Getränke aus aller Welt zu probieren. Wir empfehlen, die Getränke nach Erhalten sofort in den Kühlschrank zu legen. Getränke schmecken am besten kalt. No shit steht da als Beschreibung. Getränke schmecken am besten kalt. Seems legit. Für mich okay. Oh, hier sind ganz viele Bilder bei. Da ist einmal die Produktgalerie. Ich weiß nicht, warum die aufgegangen ist, aber es ist jetzt hier. Sprite, Fanta, Big Red. Ich kenne mich halt wirklich gar nicht auf. Ich wüsste gar nicht, was es hier gibt und was nicht. Diese Box kostet jetzt auf jeden Fall 36,95 Euro. Ich glaube, das ist für Softdrinks schon mehr als fair. Ich würde jetzt bestellen und dann let's go. Dieses Gerät ist angekommen. Ich habe ein Connoisseur-Glas, wie sich das gehört. Ich weiß jetzt nicht, wie viel und was da drin, aber... Wo ist er? Wo ist er? Aber ich bin vollends bereit. So, für die ganzen Schlaumeier unter dem Video. Ja, ich trage immer noch das Gleiche. Wir haben das Prä-Intro voraufgezeichnet. Manchmal gibt es so Tage. Könnt mich mal. Spart euch den Kommentar. So, ich greife jetzt einfach mal rein. Da sind ultra viele Dinger drin. Und dann wird geöffnet, würde ich sagen. Ne? Als erstes, Fanta Grape. Also Fanta Traube. Gibt's das in Deutschland? Du bist meine Soda-Beauftragte. Ich trinke eigentlich nur Wasser. Okay, also ja. Keiner von uns trinkt zuckerhaltige Drinks so, ne? Wäre voll geil, aber wenn es so einen geben würde, der so Sodas poppt. Ich war gerade 80 kurz. Oh, stimmt. Mindestverfallsdatum war ja so ein Thema, ne? Bei den Leuten hier. Weiß ich nicht, wie man das liest. Oh, Moment mal. Fanta ist von Cola? Coca-Cola? Ja. Oh, ist man immer noch Bambucha, wenn man Fanta trinkt? Oder ist das... Ja, man ist noch Bambucha. Cool. Oh, es ist ja wirklich lila. Es sieht schon mal ganz cool aus und hat auch 100% natural flavors. I don't think so. Bei der ersten würde es der Geschmack am realistischsten sein, weil ich habe nur ein Glas.
Das ist lecker. Ich mag ja Traubensaft sehr gerne, ne? Also kein Wein, mag ich nicht so gerne. Also süßen Traubensaft, so übel ist mein Ding, bin ich ganz ehrlich. Ich gebe, weil wir viel vor uns haben, eine 4 von 5. Lecker. Bis dato mein Favorit. Entschuldigung. Als nächstes, Big Red. So sweet. So smooth. Ich weiß nicht, was das ist. Weißt du, was Big Red ist? Haben die Kaugummi? Ja, sind das nicht diese Zimt-Kaugummis? Kann auch so eine Ami-Trucker-Marke sein. I don't know. Oder was? Oh, hier ist auch kein Verfallsdatum. Ich habe so Sorge. Aber was ist Big... Boah, was ist das für ein Geruch? Das ist tatsächlich Kaugummi. Ist Zimt? Ja. Hä? Ja. Boah, das ist keine gute Farbe. Oh mein Gott, das ist... Oh Gott. Boah, ich kriege so Pickel morgen, ne? Ich habe eine ganze Fresse voller Pickel, wenn ich mir das Zeug hier reinschepper. Ich sag euch, älter werden ist scheiße. Älter werden machen nur die Mutigen. Mutig war ich nie. Oh. Es riecht so krank wie so ein asoziales Kiosk-Kaugummi, Alter. Das ist unfassbar. Hm. Also es schmeckt ein bisschen wie Dr. Pepper. Plus Kaugummi. Ja, nicht so geil. Also ich gebe 2. Es geht weiter mit Fanta. Strawberry. Koffeinfrei. Boah, okay, es hat einen scheiß Nachgeschmack. 1. Strawberry. Ich bin bereit. Erdbeer-Fanta kenne ich nicht. Du? Guck. Farblich nicht so intensiv wie das, aber nah dran, würde ich sagen. Schmeckt sehr wenig nach Erdbeere. Ganz leicht nur. Nicht sehr viel. Das stört mich, macht mich aber auch glücklich. Weil chemische Erdbeere finde ich ganz schwierig. 2,5 von 5. Genau die Hälfte. Mix it up. Sprite Ginger? Nicht Knoblauch, oh mein Gott. Knoblauch. Jedes Mal, wenn ich Ginger... Knoblauch! Also Sprite ist ja Wasser mit Zucker und so ein bisschen Zitrone drin. Kann ich mir eigentlich gar nicht mal... Ein geiler Klack, ne? Das war so richtig Werbung. Kann ich mir eigentlich ganz gut vorstellen. Riecht ganz normal wie Sprite. Ingwer macht Sinn. Zip and scan. Open Sprite.com on your phone. Scan icon. Enjoy more. Really? Man kann mit seinem Phone dieses Icon scannen und dann was enjoyen? Mach ich sofort. Ich muss jetzt erstmal kurz... Schmeckt wie eine normale Sprite. Aber ich muss noch den Code scannen, Sekunde. Achso, man muss Sprite.com öffnen. Entschuldige bitte. Das geht tatsächlich. Das ist wirklich jetzt so ein Overlay. The fuck? Okay. Oh, ist passiert was? Look for this icon to scan. Ja, wack. Ist eine normale Sprite. Ist eine 1 von 5 und das klappt nicht. Das macht mich wütend. Deswegen ist es eigentlich nur 0,5 von 5. Das hat mich wirklich wütend gemacht. Ich wollte was Cooles haben. Ich wüsste gerne, was passiert wäre. Vielleicht wäre ich auch Bambucha geworden. Ist Sprite auch Cola? Ja. What? Die haben alles? Ja, natürlich. Übertreib, Bro. Das hast du mir gerade erklärt. Dr. Pepper kommt aus England, nicht aus den USA, wie ich dachte. Ha. Und da werden dich jetzt viele Nerds fact-checken unter diesem Video, Nina. Kannst ja mit denen mal austauschen. Mach ich. Hey, Nino auf Instagram. Das sieht aus wie Cola, wo einfach so ein bisschen Cherry, also Kirsche noch mit drin ist. Eigentlich, ich gebe es jetzt hier mal zu, finde ich Dr. Pepper ganz okay. Du nicht, ne? Ne. Tja, immer weiter auseinanderdriften während dieses Drink-Videos. Boah, das schmeckt crazy. Das finde ich geil. Das schmeckt so wie nichts anderes hiervon. Das ist alles so eine Suppe. Das war ein bisschen cooler. Aber das schmeckt wie Dr. Pepper und richtig fresh. Da muss ich sogar einen zweiten Sip nehmen. Oh ja, den werde ich mir richtig schön scheppern gleich. I love it. 4,5 von 5. Boah. Noch nicht die perfekte, aber gut. Pineapple Fanta, also Ananas Fanta. Auch noch nie was von gehört. Sehr künstlich. 2 von 5. Weiter geht's. Oh, wir kommen ins Lager 7-Up. Auch Sprite, nur anders. Cocktail Exotik. Ist da Alkohol drin? Cocktail? Let's try. Durchsichtig dieses Mal, das heißt, die natürliche Farbe der Ananas wurde hier perfekt mit eingearbeitet. Keine Ananas in Drinks für mich. Vielen Dank. 2 von 5. Peach Fanta. Wusste ich nicht. Wusste ich wirklich nicht. Bin ich ehrlich. Peach Fanta, also Pfirsich Fanta, ich dachte, das ist nur so ein Eistee-Thema, aber nicht, dass Fanta mit in den Krieg da einsteigt. Zwischen Pfirsich und Zitrone ist das große Thema. Haben die Zitrone? Ja, Fanta Zitrone gibt's doch, klar. Fanta Lemon, immer das in Spanien. Alle mal, ich war in Spanien, Fanta Lemon getrunken. Erstmal, du warst nicht in Spanien, David, du warst auf Mallorca. Und jetzt reicht's mir, das haben wir auch bei uns im Kiosk hier. Oh, das sieht crazy aus. Mann, ey, Fanta hat so crazy kranke Farben, oder? Ja. Das sind die kleinen Sachen, die mich glücklich machen heutzutage nur noch, Leute. Alles gut.
Das ist tatsächlich ganz gut. Aber nicht so krass wie die anderen Dinger. Wird trotzdem 3,5 geben. Ich bin interessiert. Aber ob das für den Einstieg des ewigen Eistee-Battles reicht, I doubt it. Wir haben noch 4 Stück. Ach, guck mal, nochmal Dr. Pepper. Ich werde langsam, ich drehe durch, ey. Ich habe wirklich, Zuckerlevel ist so. Dr. Pepper, Vanilla Float, naturally and artificially flavored. Vanille Cola, ja oder nein? Ja, sehr. Okay, ich auch. Wir nähern uns wieder an. Okay. Good job. Ich mag einfach Dr. Pepper, fällt mir auf. Warum habe ich keinen Dr. Pepper in meinem Leben? Ich würde sagen, das hier war eine 4,5. Ich gebe hier eine 4. Vanille ganz leicht, ansonsten der Rest ist so Dr. Pepper. Ich das sowieso schon, finde ich, sehr vanillelastig. Aber lecker. Berries. Mehrere sogar. Wir haben Heidelbeeren, die ich immer Blaubeeren nenne, was aber nicht Blaubeeren sind. Und Himbeeren. Heidelbeeren sind tatsächlich Blaubeeren. Ist es so? Ja, ja. Huh. So, was sagst du jetzt? Einmal blaue Beeren und rote Beeren. Welche Farbe hat's? Ich sag blau. Das ist wie diese TikTok-Videos. Ich sag rot. Ah, ja. Boah, das sieht ja so natürlich aus. Guck dir das mal an, bitte. Oh mein Gott, sieht das schlimm. Oh mein Gott, ich muss mehr trinken davon. Scheiße. Das ist nicht okay. Das ist nur okay, wenn man das in so einem Cocktail in so einer Gaming-Bar macht, weißt du? Sonst... Ja, das... Ja. Ich glaube, ich schmecke schon gar keinen Fruchtunterschied mehr, weil das schmeckt nur fruchtig. Ich kann dir aber jetzt nicht sagen, wenn da keine Bilder von den Dingern drauf wären, was es ist wirklich. Er schmeckt tatsächlich wie blau. Ja, so stelle ich mir blau vor. 2 von 5. I don't really like Jelly Belly Watermelon. Null Zucker, null Sodium. Was zur F*** ist Sodium? Das fällt jetzt so voll raus zu all den Sachen, oder? Gelb. Oh, gelb. Ich brauche eine Challenge. Oh, das riecht wie eine Honigmelone und ich mag keine Honigmelone. Probier mal an der Dose zu trinken und sag mir mal, ob du was anderes schmeckst außer Wasser, Sprudelwasser. Riech dran, riecht wie Melone. Schmeck mal, du wirst, also entweder habe ich so feine Geschmackssinne nicht oder es ist Wasser. Es ist Wasser. Natürlich hat das keine Kalorien. Ganz komisches Erlebnis, ne? Ja. Es riecht übertrieben intensiv und künstlich nach Melone, aber es schmeckt einfach 1:1 wie Wasser. Was gibst du? Ich lass dich benoten. Nix. Einfach nix von 5. Eine Sache haben wir noch, die allerletzte. Wir haben Mojito. Hä? Aber jetzt auch wieder ohne Alkohol, oder was? Was ist denn da für eine komische Marke? Mit Zitronenwert. Schön. Also irgendwas Zitrusmäßiges muss es ja sein, weil das ist ja die Grundlage anscheinend für ein Mojito. Kannst du das wahrscheinlich mixen direkt, ne? Es schmeckt halt wie ein alkoholfreier Mojito mit sehr, sehr wenig Kohlensäure, was ich sehr, sehr scheiße finde in dem Kontext, muss ich leider sagen. Das wundert mich schon. Da könnte es aber tatsächlich so ein Verfallsdatum-Thema sein. Nee, der hat auch noch ein halbes Jahr. Also, Verfallsdatum war richtig, der andere Schissel war auch richtig. Ich kenne davon viele Sachen nicht. Wie sieht es bei euch aus? Schreibt es in die Kommentare. Du kriegst eine, was habe ich gesagt? 2 von 5? 1 von 5. Du kriegst eine 1 von 5. Beim Rest bin ich eigentlich hier bei ein paar Sachen ganz positiv angetan. Was sind eure Favorite? Lemonades. Cool. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Schreibt's rein. Euer cooler Freddy. Das Video ist vorbei. Ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß und lass ein Abo da. Guck mehr Videos. Guck mehr Videos. Mir fällt nichts mehr ein. Tschüss.